Und hier habe ich einmal die Hat-Farbe R, G und B auf voll nach rechts gedreht und die Pitboy-Farbe auch. Und dann wird alles weiß. Wenn ich das wieder zurückstelle, seht ihr, ich könnte das auch hellblau machen oder lila und solche Sachen. Aber alles nach rechts ergibt halt weiß. So, und so hätte ich das gerne. Jetzt gehe ich wieder zurück und mache weiter. So, und deswegen ist der Pitboy jetzt weiß und die Taschenlampe auch weiß. So, gut. So viel dazu. Ich weiß gar. Hey, was liegt denn hier? Eine Schrotflinte. Die nehme ich. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Ja, endlich. Ich dachte schon, ich wäre nie mehr überlastet. Ja, so viel dann dazu. Da müssen wir doch mal eben gucken, ob wir irgendwo vielleicht zu Hause mal eben ein paar Klamotten lassen können. Da liegt noch eine Lampe. Ich würde mich ja so gerne noch hier ein bisschen umgucken, ehrlich gesagt. Liegt da noch was? Nee. Bevor ich da reingehe, die warten bestimmt auf mich. Aber jetzt werde ich erstmal, pass auf, jetzt machen wir mal eben Folgendes. Ich brauche mal eben. Ich habe ja hier, betritt das Museum, da könnte ich ja Schnellreise machen. Ich könnte nach Red Rocket Schnellreise machen. Ich kann aber auch hier nach Sanctuary Schnellreise machen. Das mache ich jetzt. Ja, möchte ich. Ach nee, du trägst zu viel und kannst nicht Schnellreise machen. Ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können, weil zum Beispiel in Skyrim war das genauso. Was liegt denn hier noch? Fusionszelle. Man kann so schnell diesen Scheiß übersehen. Entschuldigung, ja. Also, ich habe den tatsächlich, diese schönen Fusionszellen, wieder erst gesehen, als ich hier direkt davor stand. So, pass auf. Wir schmeißen jetzt hier was auf den Boden. Rennen zurück nach Hause. Entleeren da alles in irgendeine Kommode. Kommen zurück und heben das, was wir hingeschmissen haben, wieder auf. Das ist doch ein verwegener Plan, oder? Dafür gehen wir jetzt mal hier hin. Und sagen hier dieser Kreuzschlüssel. Ja, oder hier dieses Impro-Gewehr. Was wiegt denn das? 3,4. Dieses Impro-Gewehr. Das schmeißen wir jetzt hier auf den Boden. Nee, das nicht. Das. Schwupp. So, bin ich jetzt nicht mehr zu. Nee, jetzt kann ich. Okay. M wie Map. Auf nach Hause. Dann kriegen wir diesen formschönen Ladebildschirm mit diesem Teil, was ich auch bewegen kann. Das kann ich auch hin und her schieben mit A und D. Gucken, was dahinter ist. Das ist bestimmt so eine Mega-Rüstung, oder? So eine Super-Power-Rüstung. Ich erzähle jetzt ein bisschen, weil diese Ladebildschirme tatsächlich manchmal ein bisschen länger dauern. Und jetzt sind sie fertig. Okay. So. Wenn wir doch hier direkt hier landen, guck mal, hier liegt noch ein Klebeband und eine provisorische Batterie. Wenn wir doch hier direkt landen, können wir nicht hier irgendwo auch direkt was hinlegen, ablegen? Komm, wir gehen eben rüber nach Hause und schmeißen da unseren Kram hin. Cotsworth, Cotsworth, so heißt der ja richtig. Der heißt nicht Cotsworth. Cotsworth wartet hier immer noch. Und Rex ist auch da. Guckt, der weiß schon, wo wir hingehen. Er geht schon direkt rein. So. Rex, wo lassen wir unseren Kram? Hier? Hier lassen wir den Kram. Genau, pass auf. Lass uns da mal ein bisschen Kram ablegen. Zum Beispiel Aluminiumdose, Aschebecher, aufbereitetes Wasser. Babyrassel, Ölkanister, den ganzen Kram, ja, Tischlampe, Blechdose. Das können wir uns alles später wiederholen.
das wiegt nichts, das wiegt nichts. Ein Brotkasten. Wer braucht denn Brotkasten jetzt? Clipboard, Kram, lass ich mal da, eine Dinnergabel, wer weiß, wofür man sie braucht. Ich bin special, das möchte ich mitnehmen, da möchte ich immer wieder darauf hingewiesen werden. Ein Emailleeimer, Feder. Das zu essen, das lasse ich mal. Aber das wird jetzt auch weiß dargestellt, seht ihr das? Das wird, aber na, ist halt so. Gammler-Outfit, gelbe Tischlampe, was ist das? Aha. Schale, Globus. Aha. Großes Becherglas. Wird das dargestellt? Nee. Zigarettenpäckchen, nee, die Haarklammern, die nehme ich natürlich mit. Hey, Schatz. Die Sprachdings, das legen wir auch mal da rein. Klotz, Hundefutter in Dosen. Kann ich Rex das verabreichen? Weiß ich noch nicht. Deswegen nehme ich das mal mit. Fressnapf habe ich auch noch. Theoretisch müsste ich jetzt den Fressnapf auf den Boden stellen und das Hundefutter da reinpacken können. Und Rex geht dann dahin und das wäre toll. Aber ich glaube nicht, dass das geht. So, eine Kaffeedose. Eine Kaffeekanne. Gleich ein paar davon. Kaffeetassen. Ja, könnte ich eigentlich zum Kaffeeklatsch schon rufen, oder? Was ich hier alles schon habe. Kartoffelchips nehme ich mal mit. Klebeband brauche ich nicht so viel, nehme ich mal nur zwei mit. Kleine Babyflasche. Was ich alles für ein Kram habe. Kochplatte, Kreuzschlüssel, Kupfer. Aha. Kurzer Lauf. Ja, nehmen wir mal mit. Küchenwaage, Kühlflüssigkeit, Lederkombi. Boah, Lederkombi, das wollte ich auch mal ausprobieren, wie die wohl aussieht. Guck mal hier, Lederrüstung linker Arm. Wo habe ich das denn her? Lederrüstung linkes Bein. Das habe ich bestimmt aus dem Keller. Aber leider alles nur links. Und was ist mit rechts? Milchflasche. Leichte Kleidung. Ein Löscher. Ein Löscher. So, Malpinsel, Maul. Ja, das nehmen wir mal mit. Aber hier diesen Metalleimer, den können wir uns... Wie viel kann ich da eigentlich in diesen Schrank packen? Molotow-Cocktails nehmen wir natürlich mit. Mr. Dings-Treibstoff, der ist schon... Boah, guck mal. Aber das hat Gewicht 3, Gewicht 1. Nuka-Cola nehmen wir mit. Ordner, natürlich brauche ich keinen Ordner und Plastikkübel auch nicht. Plastikteller auch nicht. Postbotenuniform, die habe ich eigentlich gerade an, oder? Nee, gar nicht wahr. Die wollte ich nicht anziehen. Die sah so blöd aus. So, die hauen wir da rein. Die Batterie... Das lassen wir mal. Boah, wie viel Fleisch wir davon haben schon. Ja, ja, ja. Boah, und eine schicke Haarbürste und die Tischlampe und Schirmständer. Haben wir alles gesammelt. Schmutziger Aschenbecher, schmutziger schwarzer Anzug, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schweißerbrille, Seife. Aha, ein Soßenpfannendeckel. Spielzeug außerirdischer. Spielzeugautos. Splittergranate nehmen wir mal mit. Z zum Sortieren. Ich muss mal irgendwann mal Stimpaks nehmen, nochmal Sturmfeuerzeuge. Brauche ich auch nicht so viele. Wie geht das jetzt? Ah, da. Okay. Gut. So viele. Teddybär, Telefon, Terpentin, Toaster, brauche ich auch nicht vier Stück mitschleppen, ungefüllter Kickball, Voltanzug, den werde ich auch nie wieder anziehen, verstellbare Schraubenschlüssel, nehmen wir mal mit, Vorkriegsgeld, nehmen wir mal mit, wofür, weiß ich noch nicht, können wir mal brauchen.
Zigaretten, Zigarrenkiste, Zuckerbomben könnten wir auch mal. Und da sind wir am Ende. Was passiert, wenn ich Z drücke? Dann wird das alles nach Alphabet geordnet. Sehr schön. Okay. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Und da liegt jetzt der ganze Kram drin. Da kann ich auch jetzt alles durchblättern, was ich da so reingelegt habe. Das ist schön. Okay, hoffentlich kommt keiner und klaut das. Das wäre natürlich blöd. So, Rex, hier habe ich mal gewohnt, ja, mit meiner geliebten Frau und Sean, den wir ja eigentlich suchen. So, komm, wir reisen wieder. Einmal Map aufrufen. Wir reisen hier wieder zum Museum. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da. Ja, da will ich hin. Und schon wieder dieser formschöne Ladebildschirm. Diesmal mit diesem Labor. Das müssen wir auch irgendwann mal ausprobieren, was wir alles mit diesen Laboren so alles herstellen können. Bisschen in die Mitte rutschen, dann dreht sich das so still vor sich hin. Ja, und jetzt sind wir da und jetzt können wir auch dieses Gerät hier wieder aufnehmen. Einmal speichern und dieses Gerät können wir nicht aufnehmen. Komm, wir gehen jetzt rein. Mal gucken, was passiert. Ach, doch, was passiert? Hallo? Wer schießt da? Schießt der auf mich? Ich glaube nicht. Ich kann mit dieser Waffe nämlich irgendwie nicht schießen. Ich habe es zumindest noch nicht hingekriegt. So geht das. Jetzt kann ich das machen. Pass mal auf. Achtung. Ja, und schwupp, weg ist er. Ich lade mal wieder. Ich stehe hier einfach so mitten im Gang. Dürfte ich noch einen abschießen? Ja. Ich schieße ihn auch nochmal ab. Oh, nicht getroffen. Geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr schießen. Eher. Jetzt geht's wieder. Geht nicht. Ich treffe die nicht. Geht nicht. Geht wieder. Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt habe ich sie. Okay. Ich glaube, die waren nicht nett zu mir. Deswegen habe ich die jetzt mal umgeschossen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Bitte? Er hat den ganzen Tag Zeit. Oh, ja. Ich muss mal eben. So, bist du jetzt. Lass mich mal eben hier in Deckung gehen. Hallo. Der ist eine super Deckung. Das geht hier nicht. Das. Ja, natürlich bin ich eigentlich ganz hart. Hey, lass Rex in Ruhe. Hey. Ja, hierher. Hier drüben. Ja. Die ist aber komisch, die Waffe. Ja, ja, hast du ja gut gemacht, Rex. Ja, ja, hast du gut gemacht. So, und los. Geh dorthin. Guck mal. Warte da. Ja, warte mal da. Ich muss mal hier meine Waffe aufladen. So, jetzt kann es schon weitergehen. Ja, ich muss erst mal ein bisschen mit den Waffen hier klarkommen. Entschuldigung, dass das mal so ein bisschen hakt. Ich muss mal eben mit Rex reden. Was liegt da? Habe ich das jetzt rumgekickt? So, folge mir mal. Komm schon. Ja. Was liegt hier? Was ist das?
Impro-Automatikpistole. Sehr interessant. So. Die habe ich ja umgeschossen. Dann nehme ich erstmal den ganzen Kram. Da ist nicht viel von übergeblieben. So. Was haben wir denn noch hier? Hier ist sonst... Aha, Haarklammerbox. Das ist toll. Haarklammern 6, Haarklammern 7. Jetzt habe ich eine ganze Batterie von Haarklammern gefunden. Da kann ich mich irgendwann mal dann tatsächlich an... Ups, ich habe Licht angemacht. Ups, was ist hier los? Hallo. Sind nur Puppen. Ich glaube, ich muss mal erstmal hier gucken, was hier los ist. Was sind das für Viecher? Das ist aus dem Museum. Das ist aus dem Museum. Guck mal, da kann ich hochgehen. Ja, er wacht. Ja, Rex, ich komme ja schon. Ich komme. Was haben wir hier? Ja. Ich nehme es mal mit. Hier muss doch irgendeiner sein. Ein Zementsack, natürlich. Ich muss unbedingt Zementsäcke hier durch die Gegend schleppen. Ich hatte auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Als Zementsäcke zu nehmen. So, Schreibtisch. Da ist tatsächlich nichts weiter drin. Rex, lass mich mal eben bitte da durch. Aktenschrank, da ist nichts drin. Verbandschere. Da ist nichts drin. Den Ventilenti nehme ich mal mit. So. Da muss doch hier irgendwo einer sein. Das gibt's doch nicht. Der stand doch auf dem Balkon. Schnapp's dir. Nein. Hast du dir das jetzt geschnappt? Ich wollte auch. Kronkorkenvorrat. 17 Kronkorken, 23 Kronkorken dazugefügt. Yeah. Was diese Puppen hier sind, die fallen recht schnell um und erfüllen sonst nicht so richtig viel. Ja, boah, irgendwo muss doch hier einer stehen. Den haben wir draußen auf dem Balkon stehen sehen, oder? Da ist noch eine Tasse Kaffee. Kaffeetasse so rum. Irgendwo muss hier noch einer sein. Lass mich mal alles mitnehmen hier, was du hast. Irgendwo muss hier noch einer auf dem Balkon stehen. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles zusammen. Wer ist da? Öffne das Feuer! Ich kann nicht laden. So, jetzt hast du das davon. Ist nichts Persönliches, einfach nur du oder ich. So, bist du das? Ja, okay. Lass los, verpiss dich! So. Ja, meine Gesundheit ist niedrig. Ich soll ein bisschen Wasser trinken, weiß ich. Ich soll ein bisschen Wasser trinken. Oder ich soll schlafen. Schlafen macht die Gesundheit auch wieder hoch. Hast du gut gemacht, Rex. Ja, ja. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich
habe ein bisschen Sehfehler jetzt, wenn mir meine Gesundheit abhanden kommt. Seht ihr das? Ich habe ein bisschen Sehfehler. Lass mal gucken. Ja, du bist müde. Ich auch. Aber wir haben hier nichts zum Schlafen. Lass mal gucken, was wir hier so haben. Inventar. Wasser. Z zum Sortieren. Mache ich mal. W wie Wasser, oder? Nee. War jetzt Kleidung, Hilfsmittel. Z zum Sortieren. Kann ich jetzt auch ein W drücken und dann komme ich direkt dahin? Nee. Das wäre noch schöner. Inventar, Hilfsmittel. Wasser soll ich trinken. Wo habe ich denn Wasser? Kann ich auch Nuka-Cola trinken? Und? Ja, der Gesundheitsbalken steigt. Allerdings nur bis da. Aber ich kann schon wieder klar sehen. Ich habe das gerade mit dem... Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, genau. Das habe ich gerade nicht so richtig hingekriegt. Ich wollte die R-Taste. Schaut her, jetzt kann ich das Ding nicht wieder aufladen. Ich drücke blöd auf der R-Taste rum, aber das Ding lässt sich nicht aufladen. Ja, dann nicht. Favoriten lassen sich im Moment auch nicht laden. Doch. Ich muss dafür die richtige Taste drücken, nämlich die Taste F. Ich nehme lieber mal wieder meine kleine Wumme. Ja. Die, genau, da fühle ich mich irgendwie ein bisschen wohler mit. Nicht diese komische, ja. So. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen gucken hier. Wir gehen mal hier ein bisschen gucken, was wir noch haben. Ein Medipack haben wir hier noch. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch was zum Schlafen. Boah, guck mal, wie es hier noch weitergeht. Aber hier will ich noch nicht lang. Ich möchte hier noch viel lieber noch ein bisschen untersuchen. Nämlich hier diesen Kollegen. Ja. Ja, ja, Rex. Nee, keine Hektik. Wir laufen hier noch ein bisschen durch die Gegend und gucken. So, hier sind wir reingekommen, oder? Hier sind wir reingekommen, aber hier haben wir noch nicht geguckt. Ich habe wieder 500 Sachen vergessen. Und ihr, meine lieben Zuschauer, habt die natürlich alle gesehen. Das geht mir meist auch so. Ich sehe mehr als der, der spielt. Aber ich kann es nicht ändern. So, gehen wir weiter. Jetzt haben wir eigentlich das meiste und das Wichtigste sollten wir jetzt eigentlich haben. So, weiter geht's. Ich speichere mal wieder. Wer flötet hier eigentlich die ganze Zeit? Da gehen wir gleich hin. Ich guck mal aus dem Fenster. Ja, auch schön. Ach, ich brauche nicht immer schleichen. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon. Wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich geh mal spazieren. Aber ich komm wieder. Da geht einer spazieren. Und dann seid ihr tot. Rex, komm her. Komm her, Rex. Der Hund hört aufs Wort, nur nicht aufs Erste. Einer hier? Verdammte Scheiße! Komm mal her! Schnell! Was gibt's? Da hinten. Hast du gesehen? Rex, komm her. Rex. Oh, Scheiße. Komm her, lieber. Was machen wir? Was glaubst du denn, du Idiot? Psst. Komm her. Hier, da. Oh, geh da hin. Ja, geh da hin. Ja, ja, bleib da. Ja, ja. Bleib, jetzt bleib mal hier. Ah! Das ist doch scheiße. Wieso? Wieso ist das scheiße? Mensch, du verrätst uns noch. Bleib, bleib. Warte. Genau, ja, genau. Warte. Ich gucke.
Ich gucke. Wer ist da? Sag ich dir jetzt. Na, Bauchschuss, oder? Ja, hast du gut gemacht, Rex. Ich mach den Rest. Noch einer da? Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Ja, vor allen Dingen meine. Na, kommst du raus? Kommst du raus oder muss ich reinkommen? Aua! Aua! Wo kommt der denn her? Wo kam der her? Rex? Jetzt verreck endlich! Oh, ja, schön. Jetzt habe ich nie auf meine Gesundheit geachtet. So was Blödes. Ich bin gestorben. Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Aber egal. Das machen wir nochmal. Ja, ja. Ja, siehste, wenn ich nicht auf die Gesundheit achte, ich bin auch mit relativ wenig Gesundheit da hochgegangen. Das muss man natürlich dazu sagen. Ich bin mit relativ wenig Gesundheit da hoch. Das können wir mal eben ändern. So, Inventar. Jetzt haben wir auch mal gesehen, wie es ist, wenn man stirbt. So, was trinken wir denn? Trinken wir Wasser? Oder trinken wir eine Nuka-Sherry? Und noch eine Nuka-Cola. So. Jetzt wären wir wenigstens wieder ein bisschen gesünder. Allerdings auch ein bisschen verstrahlter. Das ist dann leider die Konsequenz. Aber die Verstrahlung können wir auch loswerden. So, jetzt speichere ich das Ganze nochmal und jetzt geht's. Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Hand ab. Natürlich tust du das. Wir gehen nirgendwo hin. Wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann... Was zum... Na komm, mach die Tür auf. Ah, hast du toll gemacht, Rex. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Ich weiß. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Hi. Helfe gern. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Nein, das ist es nicht. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Wer sind die alle? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nein, aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ich verstehe nur Bahnhof, meine ich. Aber, Hm,
Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, kommen wo man eine nicht findet. An das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Also, ich habe mal zwischendurch eine Frage. Warum quatscht ihr alle zwischendurch? Also, durcheinander meine ich. Also, zusammen. Ich verstehe nur die Hälfte. Ja? Also. Wonach sucht ihr nochmal? Nach einem Fusionskern. Ist so eine Art coole Batterie. Damit haben sie früher hier im Museum die Ausstellung mit Strom versorgt. Es gibt einen im Keller, hinter einem Sicherheitstor. Du musst das Schloss knacken oder den Computer hacken, um es zu öffnen. Schloss knacken oder Computer hacken. Beides ist möglich. Vielleicht. Ich weiß nicht. Mal sehen. Tja, das ist kein Nein. Also, erreich den Fusionskern, steck ihn in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Okay. Entriegle das Sicherheitstor. Natürlich mache ich das. So, jetzt wollte ich erstmal hier ein bisschen mich umgucken, liebe Leute. Wer bist Lord du denn? Meat hat Hilfe für uns gefunden. Ja. Sieh mal einer an. Ja. Dogmeat? Wer ist das? Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Aber Dogmeat heißt jetzt Rex bei mir. Ja, das ist schon mal das eine. Gesehen? Du hast was gesehen? Du hast es gesehen? Das sind die Cams, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Ich bin total... Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Was ist los? Ja, ja. Kommen wir jetzt hier raus? Nein, ihr kommt noch nicht heraus. Was? Nein, 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 nein. Ja. Nur die Beobachtung kennt man schwächen. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Durch diese Wahrnehmungswackelpuppe. Yeah. Ich bin stolz. Nein, nein, nein. Was hast du denn für ein Problem, hä? Junglong. Hey, Junglong. Mister? Nein, nein, nein. Ja, Junglong, mit Junglong ist nichts anzufangen. Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Hörst du mir zu? Ich spiele mit überhaupt nichts. Ich versuche euch zu retten. Aber erstmal muss ich hier mal diesen Schraubenzieher und diese Kaffeetasse nehmen. Und diese Kaffeetasse und diese auch und dieses Klemmbrett. Und sonst nichts. Gehörst du zum Rettungsteam? Natürlich.
Wozu soll ich denn sonst gehören? Stellen Fragen. Ihr stellt einfach zu viele Fragen. Lasst mich einfach mal, Rex? Oh, es ist unterwegs. Was haben wir denn da? Und es ist wütend. Ja, ich weiß, dass es unterwegs ist. Du hast eine Aufgabe von, erhält das Holoband-Spiel. Aha. Okay, natürlich nehmen wir das. Also, Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Ja, ich übernehme das auch, wenn ich hier alles durchsucht habe. Ja. Wir brauchen hier sowieso nicht. Die nehme ich jetzt alle mit. Gib mir diese Kaffeetasse. Beeil dich. Wenn die nochmal angreifen, kann ich sie nicht aufhalten. Ich muss hier erst gucken. Es kommt. Ja, ich weiß, dass es kommt. Ja, und beinahe ist es da. Ich weiß. So. Ja. Alles kommt und beinahe ist es da. Ich weiß. So. Um Gottes Willen, dann muss ich auch hier alles noch durchsuchen. Was haben wir denn hier? Schon wieder eine Kronkorkensammlung. Und hier eine alte Lampe. Komm, Rex, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die Leute, die drängeln. Die Leute drängeln. Was haben wir da? Nix haben wir hier. Gar nix. Hier? Auch nix. Kann ich nirgendwo schlafen? Nee. Ich kann nirgendwo schlafen. So. Das brauche ich. Mach mal zu. Kühlschrank öffnen. Das brauche ich. Und da habe ich gerade schon. Machen wir wieder zu. Wir sind ja saubere und ordentliche Leute. So. Rex. Oder Dogmeat oder wie du auch immer heißt. Für mich heißt du Rex. Bitte? Egal. Gut. Wir sollen einen Auftrag erfüllen. Meine Freunde. Was lag hier? Es lag hier gerade noch irgendwas, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Ich habe mich geirrt. Gut. Das war das. Wir sollen einen Auftrag erfüllen, das machen wir auch, aber, meine Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder drückt auf den Abo-Button. Bis dann. Euer Zapp.